Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Bonus-Weihnachts-Episode. Ich hoffe, ich habe es geschafft, sie am 24. zu veröffentlichen und nicht zuvor oder danach. Wobei der 24. ja eigentlich nicht Weihnachten, sondern Heiligabend ist. Aber gut, verwenden wir mal die allgemein verwendete synonyme Verwendung dieses Begriffes. Noch mehr Verwendung konnte ich in diesen Satz nicht bringen. Vorab eine kleine Warnung. Für den Fall, dass ihr hier ein Schnauben oder Fiepen hören solltet, das ist ein Hund, der auf meinem Schoß liegt, damit er lernt, dass ich kein so schlimmer Mensch bin. Der muss sich an meine Nähe gewöhnen. Naja, er sieht gerade sehr glücklich aus. Genau, ich habe mir gedacht, hey, zu Weihnachten, du wolltest ja versuchen, 2 Episoden im Monat zu machen, mach mal eine Weihnachtsepisode. Und ich habe überlegt, worüber soll ich sprechen? Ursprünglich sollte die nächste Episode eigentlich um das Thema Gender und über den epistemischen Regress beziehungsweise allgemein über den infiniten Regress gehen, aber ich dachte mir, nee, an Weihnachten musst du eigentlich schon über Weihnachten sprechen. Und nun, es ist als Philosoph meine Aufgabe, Phänomene zu analysieren und dann den Leuten diese Phänomene schlecht zu machen. Ja, und deswegen mache ich es mir heute zur Aufgabe, euch allen als mein Weihnachtsgeschenk Weihnachten zu versauen. Ja, und das werden wir in 4 Schritten machen. Der erste Schritt ist nennt sich unser nichtchristliches Weihnachten. Ja, der zweite Schritt nennt sich gerecht schenken. Der dritte die Weihnachtsmannlüge und der vierte Weihnachten reparieren. Denn ich möchte am Ende noch einen kleinen Vorschlag machen, anhand von welchen Punkten man eventuell ein optimales Weihnachten wieder zurückgewinnen kann. Ja, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Also, was feiern wir eigentlich am 24.? Nun, eigentlich feiern wir ja die Geburt von Jesus Christus. Zumindest meinen wir das zu feiern. Tatsächlich tun wir das nicht. Die meisten Christen haben ursprünglich eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, den 6. Januar gefeiert, als die Geburt Christi. Nee, das ist falsch dekliniert. Egal. Die Geburt Christus. Das ist eine Sache, die, kann ich sagen, jeder, der Latein spricht, findet es grauenhaft, wenn jemand Christi falsch verwendet. Das Ding ist nämlich, Christus ist quasi die normale Form und Christi ist das Genitiv. So, also des Christus. So, und in dem Satz, den ich gerade verwendet habe, wäre das halt Schwachsinn. Ich bin da noch ein bisschen in meiner alten Gewohnheit drin, weil ich das Wort auch falsch verwendet habe, bevor ich Latein gelernt habe. Aber jetzt, wo ich mein Latinum habe, muss ich natürlich auch dementsprechend darauf achten, wenn ich lateinische Wörter verwende, sie korrekt zu verwenden. Ansonsten wird mir das sicherlich retrospektiv abgenommen. Oder auch nicht. Also ursprünglich eigentlich am 6. Januar. Aber seit 354 nach Christus wird Weihnachten am 25. Dezember gefeiert. Warum das? Naja, das ist eine Zeit gewesen, in der manche Religionen den Geburtstag ihres Gottes gefeiert haben. Und die heidnische Tradition hat an diesem Tag auch ein Fest gefeiert. Und das Christentum, das hat es tatsächlich häufiger gemacht, deswegen gibt es auch so viele Heilige, in Anführungszeichen, im Christentum. Die haben es geschafft, dadurch, dass sie halt vieles einverleibt haben und vieles vertilgt haben, ihre Religion quasi weiterzuentwickeln und dabei ihr Machtgefüge zu erweitern. Und das hat hier schon angefangen, 354 nach Christus. Und zwar war das eigentlich für Heiden eine Zeit, in der man ein Leben opferte, und da die Heiden sehr nah an der Natur standen, haben sie einen Baum verbrannt als Lebensopfer. Und dann kamen die Christen vorbei und meinten, naja, tauschen wir jetzt mal das Verbrennen des Baumes durch ein symbolisches Brennen aus und haben Kerzen in die Bäume gestellt. So, das ist ein symbolisches Brennen des Baumes. Ja, des Weiteren sollte man auch weltliche Güter opfern. Jedoch kam dann der Vorschlag, dass man auch bitte nicht brennbare Waren verwenden sollte. Ja, dann hat sich Weihnachten weiterentwickelt als christliches Fest, immer weiter verstärkt hier in Europa und Umgebung. Und
Man muss dazu sagen, dass das ganze kommerzielle Weihnachtskonzept erst später entstanden ist. Zum Beispiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die meisten Weihnachtsgeschenke noch per Hand gefertigt. Jedoch mit dem Fortschritt der Industrie und des damit zusammenhängenden Kapitalismus veränderte sich das Fest in eine Feier der Ausbeutung. Yay! Der ursprüngliche Geist des Zusammenseins und der persönliche Aspekt an den kleinen, selbstgemachten Geschenken wurde ausgetauscht mit einem kompetitiven Geschenkekauf und obszönen Konsum von Nahrungsmitteln und Dekoration, um eine idyllische Atmosphäre zu erzwingen. Ich meine, und das ist ein Phänomen, das haben wir hier sowohl in Europa, in Deutschland als auch in Amerika. Wenn man sich überlegt, wie viele weihnachtsspezifische Lebensmittel und traditionelle Nahrungsmittel es allgemein gibt, ist das wirklich schon pervers, wie viel da teilweise konsumiert wird an Nahrungsmitteln. Und auf der anderen Seite vor allem auch so viel Ungesundes. Das ist so krass, dass Festtage häufig in Verbindung stehen, nahrungsmitteltechnisch mit Ungesunden. Also quasi als Feier des Tages mache ich mir meinen Körper kaputt und verkürze meine Lebensdauer. Oh, das ist so gut. Und auf der anderen Seite die Dekoration. Wie viel Weihnachtsdekoration ist in jedem Haushalt? Ne? Also durchschnittlich. Ich sage jetzt nicht, dass in jedem Haushalt Weihnachtsdekoration steht. Wir haben uns vor 2 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt hier bei uns einen kleinen Holztannenbaum, also eine Holznachstellung eines Tannenbaums gekauft. Und der wird wahrscheinlich auch noch für die nächsten 10, 20 Jahre unser Weihnachtsbaum sein. Ja, und das alles nur, um eine idyllische Atmosphäre zu erzwingen. Denn es ist wirklich ein Erzwingen. Man will zwanghaft diese weihnachtliche Atmosphäre mit den 10 Milliarden Mal bereits gehörten Weihnachtsliedern im Radio, mit der verbrauchten, hässlichen Dekoration. Es tut mir leid, aber für mich ist Weihnachtsdekoration in den allermeisten Fällen einfach nur hässlicher Kitsch und mit dem obszön übermäßigen Konsum von Nahrungsmitteln. Ja, unser Coca-Cola-Weihnachtsmann, also das Bild, was wir von dem Weihnachtsmann haben allgemein, was ja von Coca-Cola ist, ist ursprünglich eigentlich eine verzerrte, tradierte Version von Odin gewesen. Eine Weihnachtsmann-Version, die in anderen Kulturen vor Coca-Cola verwendet wurde, war tatsächlich, zum Beispiel hatte der nur ein Auge. So, nur um eine Sache zu nehmen. Also man kann das tatsächlich zurückverfolgen. Wobei der Weihnachtsmann an sich, wie wir ihn heute kennen, hat so viele Herkunftsgeschichten. Also da hat echt selbst der Joker keine Chance im Vergleich. Ja, inzwischen ist Weihnachten vollständig kommerzialisiert und durch die Kapitalisten, ich bin jetzt einfach mal so böse und betrachte das alles durch eine marxistische Linse, durch die Kapitalisten utilisiert. Oh, schönes Wort. Also einfach quasi ein produktiven Nutzen daraus gemacht, wodurch es von seiner religiösen Bedeutung vollkommen getrennt wurde. Also wir feiern kein religiöses Weihnachten. Selbst die Gläubigen feiern kein religiöses Weihnachten. Deswegen ist Weihnachten auch nicht gläubig, hat nichts mit dem Glauben mehr zu tun. So, die ganzen Riten, die ganzen kommerziellen Riten werden selbst von den Gläubigen durchgeführt. Das Fest wird nun geleitet durch die Selbstinteressen der herrschenden Klasse. So, ist das nicht ein schönes Fest, wenn man das alles mal betrachtet? Wir haben einen Haufen von Traditionen aus anderen Glaubensrichtungen, die von, in Anführungszeichen, unserem Glauben vertilgt und verdrängt wurden. Wir haben eine Kommerzialisierung des Festes, die damit jeglichen religiösen und spirituellen Anteil genommen hat und sind jetzt einfach nur bei reinem Konsum gelandet. Und das als Fest. Ja, wenn das mal nicht nice ist. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt 2. Gerecht schenken. So. Wenn man einfach mal sich anschaut, was man an Weihnachten alles neben den Geschenken an sich verbraucht, dann haben wir eine gigantische Menge an Plastik- und Papiermüll. Und ich meine, gut, es gibt Leute, die tatsächlich immer noch nicht an den Klimawandel glauben. Ich glaube schon fast nicht daran, dass es Menschen gibt, die nicht daran glauben. Aber Glaube ist halt nicht unbedingt eine Sache der Wahrheit. Wobei, je nachdem, welche Konzeption man von Wahrheit hat, das ein Drittel davon ausmacht. Aber es ist unfassbar. Wir streben ja, zumindest sollte man das meinen, gesellschaftlich, wir haben uns ja darauf geeinigt eigentlich, demokratisch,
beziehungsweise durch unsere repräsentative Demokratie streben wir eigentlich rein theoretisch gesprochen ja eine grünere Zukunft an. So, aber gleichzeitig produzieren wir Übermengen an Produkten, die in den Müll geschmissen werden durch Weihnachten, die wieder umgetauscht werden, was das Ganze dann auch noch ökonomisch zu einem riesigen Schwachsinnsfest machen wird. Ich habe ja 3 Jahre lang in den UPS-Hallen gearbeitet und dort LKWs entladen. Und ich kann euch sagen, zur Weihnachtszeit, was da, also die Menge, der Anstieg in den letzten 2 Wochen vor Weihnachten und dann auch noch die Menge durch den Januar durch, mit den ganzen Geschenken, die zurückgesendet werden. Es ist viel. Und es will dann natürlich keiner arbeiten. So, also es ist eine grauenhafte Arbeit, die man zu dieser Zeit macht. Und ich bin jetzt inzwischen raus, nach 3 Jahren Arbeit dort. Aber alle Kollegen, die jetzt noch da arbeiten, falls mich einer hören sollte, mit einem habe ich ja noch was Kontakt, ihr tut mir echt leid. Also was wir da alles überproduzieren und was das auch wieder für ein reiner Umweltfaktor ist, was da alles passiert, also die Sachen, die zurückgeschickt werden, das ist ja wieder Fahrt, die aufgenommen wird und so weiter. Das ist einfach unfassbar. So, und dann kann man nicht ehrlich daneben sitzen und sagen, ja, aber das sind ja kulturelle Notwendigkeiten und wir sind ja trotzdem noch für eine grüne Zukunft. Nee, es tut mir leid. Also wenn man nur Plastik- und Papiermüll in Übermengen quasi eigentlich ohne Grund hat. Oh, einen Moment, ich werde angerufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, bitte? Ah, okay, hat aufgelegt. Naja, dann nicht. Naja, okay. Also, wenn man einfach diese große Menge an Überproduktion hat und dabei auch noch viele Sachen gar nicht erst verwendet werden, sondern einfach zurückgesendet werden, dann ist das klimatechnisch betrachtet einfach ein sehr ineffizientes Fest. So, und dann kommen wir direkt zu dem Ding, das Thema dieses Abschnittes ist, und zwar dem Geschenk. So, an Weihnachten werden zwischenmenschliche Beziehungen, und das muss man sich jetzt mal wirklich vergewissern, mal vor die Augen führen, wirklich. Zwischenmenschliche Beziehungen werden an Weihnachten, ja, dem Fest der Liebe, durch den Kauf von Waren reguliert. Und das sehen wir zum Beispiel an der Werbung, in dem es Liebe, Affektion und natürlich auch einen gewissen Traditionalismus direkt mit dem Kauf von Waren in Verbindung bringt. Das Schenken von Geschenken an Weihnachten verbessert keine Beziehung. So, und das muss man ganz ehrlich mal sagen. Überlegt euch einfach mal, ob Geschenke an Weihnachten tatsächlich eine zwischenmenschliche Beziehung langfristig verbessert haben. Entweder man bleibt beim Status quo oder die Beziehung wird sogar verschlechtert. Jedoch verstärkt es einen wahren Fetischismus. Jetzt mal eine kleine Statistik aufgegriffen. 2014 gab der durchschnittliche Deutsche 285 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Das mag für den einen oder anderen vielleicht nicht nach viel klingen, aber also von meiner Position aus, wo man so nach dem zweiten Drittel des Monats mit nur noch, was weiß ich, meistens 100 Euro oder weniger rumkreucht, sind 285 Euro schon viel. Und das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, es gibt Leute, die haben durchaus mehr ausgegeben. Könnte man mit diesem Geld nicht etwas Besseres für die Menschen auf der Welt tun? So, zum Beispiel aus einer utilitaristischen Perspektive ist das Schenken moralisch nicht zu rechtfertigen. Ja, denn die Utilitaristen, kann man generell einfach mal so sagen, folgen dem Prinzip, dass es moralisch gut ist, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Masse an Menschen anzustreben. Und wenn ich einer Person etwas schenke, die dadurch nicht wirklich glücklich wird, sondern im besten Fall einen Status quo beibehält und im schlimmsten Fall sogar traurig wird oder andere negative Emotionen empfindet, ich hingegen mit diesen 285 Euro hätte viele Menschenleben verbessern können, dann tut mir leid, ist das Schenken von Geschenken an einzelne Personen, denen man sowieso schon mehr oder weniger nahesteht, moralisch nicht zu rechtfertigen. So, jetzt kann man natürlich als Einwand bringen, ja, aber woher weiß ich denn, dass ich jemand mit meinem Geld mehr Glück bereite als jemand anderem? Nun, also ich persönlich bin ein Freund der Maslow'schen Bedürfnispyramide.
So, ich denke, einige kennen die, aber ich werde, um es kurz zu erklären, mal ganz kurz darauf eingehen. Also Maslow ist ein Sozialpsychologe gewesen und er hat eine wunderbare Pyramide der Bedürfnisse entwickelt. Na, wie eine Pyramide, unten ist das Fundament, das ist das Wichtigste, das ist der breiteste Raum der Bedürfnisse. Und wenn der gedeckt ist, kann man sich um den nächsten kümmern, das ist dann etwas weniger wichtig und so weiter. So wird es immer weiter, immer weniger wichtig, also im Sinne von grundlegenden Bedürfnissen weniger wichtig. Wir haben ganz unten die wichtigsten Bedürfnisse, die auf jeden Fall gedeckt werden müssen und oben quasi Luxusbedürfnisse. Und die Reihenfolge geht ungefähr so. Ganz unten haben wir physiologische Bedürfnisse, zum Beispiel Nahrung. So, danach kommt Sicherheit. Kann man sich schon mal vorstellen. Physiologische Bedürfnisse und das Bedürfnis nach Sicherheit sind doch schon sehr wichtige Dinge. Und viele Menschen auf der Welt haben diese beiden Bedürfnisse nicht abgedeckt. Jedoch könnten durch 285 Euro pro deutschen Durchschnittsbürger, ich denke mal, dass jetzt Kinder von dieser Statistik ausgeschlossen sind, wenn man das nimmt und sagen wir mal einfach nur die Hälfte davon dahin investieren würde, dass diese beiden Bedürfnisse weltweit besser gedeckt werden, dann hätte man viel mehr Gutes getan, als durch diese Geschenke, die einem nicht wirklich viel bringen. Also im rein psychologischen und sozialen Sinne. Das dritte Bedürfnis, die dritte Stufe sind die sozialen Bedürfnisse, das vierte sind die individuellen Bedürfnisse und das fünfte ist die Selbstverwirklichung. Das ist ja dann das Höchste. Wenn alle Bedürfnisse gedeckt sind, dann haben wir Zeit und Ressourcen für die Selbstverwirklichung. So, das ist ganz grob gesprochen die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und hier würde ich ansetzen. Ich würde versuchen, für die Menschen weltweit die untersten, die fundamentalen Bedürfnisse besser abzudecken. So, aber jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, gut, ne, Spenden. Ich habe schon viel von Skandalen im Bereich Spenden gehört. Was soll ich denn da machen? Ne, ich traue denen nicht. Ja, gut. Wo man am besten spenden kann, kann man zum Beispiel über givewell.org herausfinden. Da diese Seiten, Entschuldigung, da diese Seite Charities versucht zu versammeln, bei denen man mit seinem Geld das meiste tatsächlich Gute tun kann. So, und weil ich mich ja der Philosophie verschrieben habe, möchte ich hier noch ganz kurz in super groben Schritten John Rawls Theorie der Gerechtigkeit vorstellen, um vielleicht noch ein anderes moralisches Argument zu nennen, aus dem politischen und sozialen Bereich. Warum man denn seine Geschenke mehr in Richtung Spende richten sollte, als in Richtung einer einzelnen Person ein überteuertes Geschenk zu geben. Und zwar wird das jetzt dreischrittig ablaufen. Der erste Schritt ist, dass wir als Annahme voraus festlegen, okay, eine Gesellschaft möchte eigentlich beziehungsweise strebt in Richtung Gerechtigkeit. Wir alle wollen Gerechtigkeit und fänden es toll, wenn wir Mittel lösten, um eine gerechtere Gesellschaft zu haben. So, das ist die Grundvorausannahme und da möchte ich jetzt erstmal nichts gegen sagen, denn ich persönlich bin ein Mensch, der Gerechtigkeit mag. So, das Zweite, das sollte man wissen, John Rawls ist ein Kontraktualist. Was heißt Kontraktualist? Naja, der Kontraktualismus ist eine Annahme, dass man quasi einen Gesellschaftsvertrag formt, in dem jeder Bürger quasi dadurch, dass er an der Gesellschaft teilnimmt, mit bestimmten Werten und Rechten d'accord geht. Also er stimmt denen zu, indem er nun mal an dieser Gesellschaft teilnimmt. So, man hatte früher, und das ist einer der Gründe, warum man diesen Gesellschaftsvertrag teilnehmen soll, hatte man zum Beispiel bei Hobbes war das, meine ich, in dem Leviathan. Die Vorstellung, okay, wie haben Menschen gelebt, bevor es einen Staat gab? Nun, Menschen sind für Hobbes gleich gewesen. Also nicht komplett gleich, aber was der eine an physischer Kraft hat, kann der andere durch Intelligenz ausgleichen. Und da wir Menschen alle gleich sind, haben wir auch gleiche Interessen. Und das bedeutet, ohne einen Staat, der irgendwelche Rechte einfügt, sind wir in einem ständigen Krieg jeder gegen jeden. Ne? Der Mensch ist des Menschen Wolf. So, wir befinden uns in einem Krieg gegeneinander. Und da wir alle das Bedürfnis haben, eigentlich, dass unsere Dinge, die uns gehören, auch uns gehören und nicht wieder geklaut werden, treffen wir uns alle und einigen uns auf einen Chef und wir hören einfach auf diesen Chef. So, dieser Chef hat dann alle Macht. Gut, er soll dann durch Schrecken regieren, weil das natürlich super toll funktioniert. Aber wir sind ja nicht hier, um Hobbes zu verteidigen, sondern es ist nur mal, um diesen Gedanken des Kontraktualismus aufzugreifen. Ja, also
Ohne einen Gesellschaftsvertrag würden wir uns alle im Krieg befinden. So, und Rawls hat den Vorteil im Gegensatz zu anderen Kontraktualisten, dass er sich auf ein rein hypothetisches Modell beruft. Die anderen haben quasi immer anthropologische Grundvoraussetzungen gestellt, die natürlich erstmal hätten bewiesen werden müssen, und zwar empirisch. Und das umgeht er, indem er sagt, okay, wir stellen uns jetzt Folgendes vor. Wir begeben uns in einen Urzustand, das nennt er Original Position. So, in diesem Urzustand wissen wir, wir stehen außerhalb von der Erde. Wir wissen zwar grundlegende Sachen über die Physik und Politik, aber wir wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, ob wir schwarz sind oder weiß sind, ob wir in Indien leben oder in Deutschland. Wir wissen nicht, ob wir Mann oder Frau sind und so weiter. Also wir wissen eigentlich nichts über uns. Wir befinden uns in einem Schleier des Nichtwissens. Veil of Ignorance nennt er das. Also im Original. Im Deutschen heißt es Schleier des Nichtwissens. So, und aus diesem Zustand müssen wir überlegen, okay, wie möchten wir miteinander interagieren und welche Prinzipien sind wirklich fair, die wir als Grundlage für alle legen können, damit es wirklich fair für alle ist. Weil, und das ist das Wunderbare daran, er benutzt den Egoismus der Menschen. Er nutzt den Egoismus der Menschen aus. Denn ich persönlich möchte natürlich, dass es mir so gut wie möglich geht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich als reicher Kapitalist geboren werde oder als armes Schwein, das in Afrika sitzt und am Verhungern ist. Also möchte ich natürlich, dass die Prinzipien, nach denen wir alle handeln und leben, auch diesem afrikanischen Kind, das ich sein könnte, möglichst vom Vorteil sind. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch, falls ich dieser reiche Kapitalist werde, dass es mir nicht zu sehr schadet. Aber mir ist es natürlich wichtiger, dass es mir in der schlimmstmöglichen Position gut geht, als in der bestmöglichen Position gut geht, weil einfach die Möglichkeit besteht, dass ich in dieser schlechten Situation lande. Und dann, wenn ich mich dafür entschieden habe, Prinzipien zu wählen, die nur für die Reichen von Vorteil sind, ein großes Problem habe. So, und demnach muss eigentlich, das ist quasi eine Methode, um herauszufinden, ob ein Prinzip fair ist. Und er hat dann da eigentlich zwei prinzipielle Prinzipien, nicht schlecht. Er hat da zwei grundlegende Prinzipien rausgearbeitet. Einmal die Freiheit der Menschen, einmal die Chancengleichheit, die verfolgt werden sollten. Das war so quasi die Grundlage für ihn, die daraus gezogen wird. Wir möchten einfach mal das Schenken betrachten. Und zwar, wenn ich die Wahl habe zwischen ich schenke einer Person irgendetwas, was ihr nicht wirklich was bringt, oder ich helfe Menschen in einer armen Position. So, nun, das Ich streichen wir raus und setzen da jeder ein. Und ich könnte das arme Kind sein, dem geholfen wird. Ich könnte natürlich auch die Person sein, die ein Geschenk erhält. So, also, tun wir mal so, ich wäre jetzt sowohl die Person, die ein Geschenk erhält, als auch die Person, die arm ist und von einer Spende quasi ein längeres und glücklicheres Leben haben würde. Nun, da ich ja quasi die schlechteste Situation verbessern möchte, da ich in dieser Situation landen könnte, ist es natürlich sinnvoll, als Prinzip das Schenken abzuschaffen und durch ein Spenden auszutauschen. So, das ist das Kapitel gerecht schenken. Wir haben festgestellt, dass man nicht gerecht schenken kann, wenn man es im klassischen Sinn macht, wie wir es heute machen. Kommen wir zur Weihnachtsmannlüge. Wenn wir uns daran erinnern, wie uns der Weihnachtsmann als Person beigebracht wurde, dann haben wir da einen guten Menschen, der zusätzlich auch noch omnipräsent ist. Ne? Ein alter, guter, omnipräsenter Mann. Ne? Der Weihnachtsmann sieht dich immer, ne? Deswegen omnipräsent. Der alle guten Kinder beschenkt. So, zum einen haben wir natürlich jetzt ein Problem, wenn wir heute sagen, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Denn wir können ein Negativ nicht empirisch beweisen. Und deswegen können wir nicht empirisch nachweisen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Heißt, wir können, was das Wissen angeht, höchstens agnostisch gegenüber dem Weihnachtsmann sein. So, das heißt, jeder, der sagt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, trifft eine Aussage, die eigentlich nicht korrekt ist, weil er dafür keinen guten, also keinen empirischen Nachweis bringen kann. Außer natürlich, die Person ist jemand, der halt sowieso nichts von empirischen Nachweisen hält. Dann kann er das Ganze natürlich problemlos rein rational versuchen zu erklären. Wir befinden uns hier in einer ähnlichen Situation wie mit Gott. So, ich denke, das ist den meisten auch klar, dass man da gute Parallelen ziehen kann und das halt jetzt eine klare Parallele war. Ja, unser
wunderbarer Coca-Cola-Weihnachtsmann, drückt uns von klein auf eine neoliberalistisch-kapitalistische Einstellung auf und indoktriniert uns damit. So, und ich weiß nicht, ob da jeder schon mal drüber nachgedacht hat. Und zwar bringt uns der moderne Weihnachtsmann bei, um von einem vollkommen guten und gerechten Wesen beschenkt zu werden, müssen wir hart daran arbeiten, auf die gute Seite seiner Liste zu kommen. Das impliziert ein paar Dinge. Erstens, Geschenke können nur materiell sein, da der Weihnachtsmann nur Materielles verschenkt. Zweitens, es gibt moralisch ganz klar eine eindeutige Trennung zwischen gut und schlecht. Und es ist nur das Gut, was der Weihnachtsmann für gut hält, weil er per Definition ein gutes Wesen ist. Drittens, man muss sich Geschenke durch harte Arbeit verdienen, indem man seine eigenen Werte aufgibt und sich vollkommen den Werten eines anderen, ominösen, höheren Wesens unterwirft. Ist das nicht schön, was wir unseren Kindern im Kindergarten alles beibringen? Hier kann man natürlich dann ein klassisches Argument einbringen, das Platon in einem Sokrates-Dialog dem Euthyphron vorgebracht hat, und zwar das heute sogenannte Euthyphron-Dilemma. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Griechisch ist nicht mein Ding. Und zwar ein kleines Zitat daraus. Wird das Fromme von den Göttern geliebt, weil es fromm ist? Oder ist es fromm, weil es geliebt wird? So, das bedeutet, um es herunterzubrechen, ist etwas ethisch korrekt, weil es dem Willen der Götter oder in diesem Fall dem Weihnachtsmann entspricht? Oder weil es an und für sich richtig ist und aus diesem Grund von den Göttern oder dem Weihnachtsmann gewollt wird? Entweder ist das, was die Götter wollen, moralisch richtig und dadurch objektiv, oder hat die Moral eine Autonomie, was, selbst wenn die Götter sagen, was wir tun sollen, aus der Perspektive der Götter subjektiv wäre. Heißt übertragen, entweder sind wir gut, weil gut bedeutet das, was der Weihnachtsmann will, oder weil der Weihnachtsmann subjektiv Regeln aufgestellt hat, denen wir folgen sollen, die jedoch genauso valide sind wie unsere eigenen Regeln. Das ist natürlich ein Problem. Wenn Eltern ihren Kindern erzählen, dass es einen Weihnachtsmann gibt und sie durch andere Kinder dann erfahren, dass es keinen gibt, dann kann das durchaus das Vertrauen gegenüber den Eltern schaden. Nun muss man dazu aber auch sagen, ich habe im Rahmen meiner Ausbildung als sozialpädagogischer Assistent, ich glaube, insgesamt 2 oder 3 Monate im Kindergarten gearbeitet. Und das war während der Weihnachtszeit. Und wenn man dann die Kinder fragt, ob sie denn am Weihnachtsmann glauben, dann hat man bei den 5- bis 6-jährigen Kindern häufig die Antwort bekommen, nein, aber ich tue so, um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Und ich denke, wenn man die Eltern fragt, ob sie an den Weihnachtsmann glauben, dann sagen sie einem auch nein, weil sie ja wissen, dass sie die Geschenke kaufen, aber dass sie halt so tun, um die Kinder nicht zu enttäuschen. So, das bedeutet aber, dass keiner der beteiligten Personen an den Weihnachtsmann glaubt, das Objekt dieses Glaubens quasi von keinem in dem eigenen Glaubenskonstrukt berücksichtigt wird und trotz dessen rein funktionell betrachtet wirkt. Er funktioniert. Es ist so absurd. Keiner glaubt an den Weihnachtsmann und trotzdem handeln sowohl die Kinder als auch die Eltern so, als würde er existieren. Ich finde das einfach nur spannend, diese Feststellung, diese Beobachtung. Sowohl A als auch B glauben nicht an den Weihnachtsmann und trotzdem handeln sie so, als ob er existieren würde, als ob sie dran glauben würden. Und zwar so, dass die anderen Parteien davon überzeugt sind, dass sie glauben. Und ich persönlich bin ja jemand, der sagt, ich kann nicht wissen, was jemand denkt und meint, nur indem er es sagt, sondern ich kann das, was er denkt und meint, nur aus seinem Handeln ableiten. So, weil das Handeln ist im Optimalfall ja eine Manifestation der eigenen Ansichten. Und wenn jetzt beide so handeln, als würden sie an den Weihnachtsmann glauben, dann glauben sie an den Weihnachtsmann. Das wäre meine Schlussfolgerung daraus. Denn ich kann mir nicht sicher sein, ob sie tatsächlich wissen, was sie glauben, weil das manchmal eine sehr komplizierte Sache ist, tatsächlich zu wissen, wovon man selbst überzeugt ist, da man sich selbst, was das angeht, auch belügen kann, und sie dementsprechend handeln. Im Gegensatz zu dem, was sie sagen, was sie denken, habe ich da einen besseren Zugang zu, also zu ihren tatsächlichen Handlungen. Das heißt, die Handlung zu analysieren ist eine sichere, also eine
sicherere Methode zu erkennen, was die Person glaubt, als wenn ich nur einfach quasi davon ausgehe, dass das, was sie sagt, richtig sein wird. So, viertens, Weihnachten reparieren. Ja, wir haben ja jetzt quasi Weihnachten schlecht gemacht. Wir haben den Weihnachtsmann vor allem schlecht gemacht. Wir haben gezeigt, dass das Fest eigentlich gar nicht so christlich ist, wie alle immer tun. Und jetzt wollen wir doch Weihnachten reparieren. Wir wollen dieses Zusammensein und dieses Gefühl der Nähe wieder zurückbringen in das Weihnachten. Oh ja, der Hund ist schon traurig. So, wie machen wir das? Ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, aus dem Wikipedia-Artikel über Erich Fromms Haben oder Sein seine praktischen Lösungsanwendungen rauszuzitieren. Und zwar sind das bei ihm 5 Punkte. Übrigens gutes Buch, sollte man mal gelesen haben. Es gibt bei ihm 5 Punkte, an denen man quasi dieses Verhältnis zwischen Haben und Sein praktisch verändern kann. Und zwar, und ich denke, dass man das auch auf Weihnachten anwenden kann. Erstens, die Arbeit habe der Erfüllung der wahren Bedürfnisse des Menschen und nicht den Erfordernissen der Wirtschaft zu dienen. Zweitens, das Verhältnis der Ausbeutung der Natur durch den Menschen wird durch das der Kooperation zwischen Mensch und Natur ersetzt. Drittens, nächsten 6 Punkte, ich habe einen übersehen, sorry. Der wechselseitige Antagonismus zwischen den Menschen ist durch Solidarität zu ersetzen. Ich habe das zu jetzt mal eingefügt, weil das da besser passt. Viertens, oberste Ziele des gesellschaftlichen Arrangements, seien das menschliche Wohlsein und die Verhinderung menschlichen Leids. Fünftens, maximaler Konsum ist durch einen vernünftigen Konsum, in Klammern Konsum zum Wohle des Menschen, ersetzt. Sechstens, der einzelne Mensch wird zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben motiviert. So, ich denke, dass man durch diese 6 praktischen Anwendungsweisen ein wunderbares Weihnachten schaffen könnte, und zwar für alle. Und nicht nur für den engsten Familienkreis, sondern tatsächlich für alle. Und wäre das nicht schön? Ist das nicht eigentlich der Sinn hinter Weihnachten, dass man ein Fest feiert, ein Fest des Zusammenseins, des Wohlfühlens, der Freude, von mir aus der Erleichterung. Und das mit so vielen, also dieses Gefühl und diese Atmosphäre, diese tatsächliche Idylle und nicht nur dieses Erzwungene, mit so vielen Menschen wie möglich zu erleben. Stellen wir uns an Weihnachten vor, an denen alle Menschen dieses Weihnachtsgefühl haben würden. Und zwar nicht nur wir Glücklichen hier in unseren reichen Ländern, sondern auch Menschen in armen Ländern. Wäre das nicht schön? Ich muss zugeben, ich bin jemand, der ein kleines Problem hat. Und zwar, ich hänge zwischen Utopie und Realität fest. Ich weiß, dass das nicht Realität ist. Und ich weiß, dass es auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in meiner Lebenszeit nicht Realität sein wird. Aber wir können daran arbeiten. Wenn wir uns diese Mittel zu Herzen nehmen und wenn wir aus dieser Analyse von Weihnachten, die ich hier geliefert habe, wirklich Konsequenzen ziehen, dann kann die Zukunft anders aussehen. Die Zukunft ist nur, was wir in der Vergangenheit bereit sind, dafür zu tun. Beziehungsweise in der Gegenwart und der Vergangenheit bereit sind und bereit waren, für die Zukunft zu tun. Und wenn wir nicht dafür bereit sind, für eine Zukunft zu arbeiten, in der ein Weihnachten wieder ein Fest der Freude ist, mit zwischenmenschlicher Wärme, die den Familienkreis auch überschreitet, ein Fest für alle auf der Welt, dann sollten wir anfangen, irgendetwas zu tun. Und wir müssen nicht unbedingt radikal jetzt alles verändern. Aber wir können Schritt für Schritt an einem besseren Weihnachten arbeiten. So, ich hatte auch überlegt, ob ich was zu Neujahr sage. Die Zeit des Neuanfangs hatte ich mir überlegt, darüber was zu sprechen. Aber vielleicht wird das ja in der Episode des nächsten Jahres passieren. Ich bin jetzt auch nicht auf die psychologischen Folgen von Weihnachten eingegangen. Den Stress, den Weihnachten bewirkt. Und die Depression, die durch den Winter und Weihnachten verstärkt wird und die Selbstmordrate. Ich hab das jetzt einfach mal gelassen. Ich möchte euch zum Abschluss, ich habe mir gerade spontan gedacht, dass das vielleicht ganz schön wäre. Ich habe gestern zum ersten Mal eine Weihnachtskarte geschrieben. Und ich werde jetzt die Namen dieser Personen hier rauslassen.
aber ich möchte sie euch vorlesen. Und zwar ist das symbolisch auch an euch gerichtet. Und jeder, der keinen Plan hat, was er an seine Weihnachtskarte schreiben soll, der kann das gerne übernehmen. Also, an X, Y und alle anderen, die sich an diesen Festtagen zu euch gesellen. Nachdem dieses Jahr der vorweihnachtliche Stress beinahe pünktlich überwunden ist, kommen wir endlich dazu, auch euch eine Karte zu Weihnachten zukommen zu lassen. Es mag nicht viel sein, aber betrachtet man die Arbeit, die aufgebracht werden musste, damit dieser Text euch erreicht, die Hürden des verschachtelten Postsystems, die x Kilometer Strecke über dem bröckligen Asphalt in einer tonnenschweren Maschinerie, dann soll seine Ankunft für mehr stehen als nur die hier niedergeschriebenen Worte. Wir wünschen euch von ganzem Herzen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit besten Grüßen, X und Y. Und darunter noch ein Zitat von Ovid. Welches auch die Gaben sein mögen, mit denen du erfreuen kannst, erfreue. Und da es nun mal in Anführungszeichen meine Gabe ist, diesen Podcast zu produzieren und Menschen auf der einen Seite die aktuelle Situation zu vermiesen, aber vielleicht auch noch eine kleine Hoffnung zu spenden, indem ich eine positive Zukunft und Mittel, diese zu erreichen, zur Verfügung stelle, dann denke ich, habe ich auch hoffentlich Freude verbreiten können. Nun, ich beende die Episode an diesem Punkt auch, damit sie nicht allzu lange ist. Immerhin ist heute der 24. und ich denke, die meisten werden es eh nicht gucken oder hören. Vielleicht im Neujahr oder irgendwann dazwischen, wenn die Zeit halt da ist. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ansonsten, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.